Happy International Women's Day. Am 8. März feiern wir den 100. Weltfrauentag. Wir feiern heute all die starken Frauen und kämpfen für ihre Würdigung und Gleichberechtigung. Der Internationale Frauentag am 8. März ist etwas, das ich aus meiner Kindheit noch sehr, sehr gut erinnere. Ich bin ja in der DDR geboren und dort war der Frauentag ein ganz, ganz wichtiger Feiertag. Happy Weltfrauentag. Ich bin eine Frau. Das war keine Wahl, keine bewusste Entscheidung von mir. Ich kann nur sagen, ich bin sehr gerne eine Frau. Die Chefinnen und Chefs haben ihren Mitarbeiterinnen an dem Tag immer rote Nelken mitgebracht. Das ist der Tag gewesen, wo in den DDR-Blumengeschäften die roten Nelken immer ausverkauft waren. In den letzten 100 Jahren haben wir viel geschafft. Dennoch sind wir weit davon entfernt, dass die Lasten gleich verteilt sind und Frauen dieselbe Würdigung und Anerkennung erfahren wie Männer. Ich werde oft gefragt, wie ich mich fühle als weibliche Choreografin. Und das ist eine Frage, die ich ungern beantworte, weil ich mich einfach als Choreografin sehe, genauso wie ich mich einfach als Mensch sehe. Ich weiß nicht, wie es ist, in der Haut eines Mannes zu stecken. Ich bin nicht genderfluid und ich kenne auch nicht die Erfahrungen von nicht-binären Personen. Es wurde zwar trotzdem gearbeitet, aber in den Betrieben fanden riesengroße Partys statt. Es wurde gesungen, getanzt, es gab Kuchen. Hier am Theater begegnen uns auf der Bühne viele großartige, starke Frauen wie Carmen, Tosca, Nora oder Aida. Viele von ihnen scheitern, einige sterben für ihre Liebe oder für ihren Drang nach Freiheit. Dennoch inspirieren sie uns und sind ein Vorbild für ihre Unabdingbarkeit. Was ich aber weiß, ich kann es kaum erwarten, wenn wir über so etwas wie Geschlecht gar nicht mehr nachdenken. In diesem Sinne möchte ich auf das Wohl aller Frauen dieser Welt anstoßen. Alle Frauen, die gerade besonders viel zu schultern haben mit Homeschooling, mit Homeoffice. Dass ich mich einfach so sehen kann, ist dank der Arbeit von den vielen Frauen, die vor mir gekommen sind, die die Parameter geöffnet haben, wie unsere Gesellschaft Frauen sieht. The work's not done. Aber für diese Frauen und deren Arbeit bin ich dankbar. Aber ein Tag ist nicht genug. Lasst uns die anderen 364 Tage des Jahres weiterkämpfen für Gleichberechtigung und für Anerkennung aller Frauen. In ihrer Familie wie auch am Arbeitsplatz. I stand with women around the world and honor their strengths and celebrate their differences. Together we are stronger. Und ich freue mich sehr, Teil des Frauenpower-Teams am Badischen Staatstheater Karlsruhe zu sein. Alles Gute zum Weltfrauentag. Allen diesen Frauen möchte ich sagen, ihr seid klasse, ihr seid toll und ich trinke auf euer Wohl. Viele liebe Grüße. Ihre Anna Bergmann.